Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Path of Titans Video. Es ist wieder ein großes Update rausgekommen mit einem neuen spielbaren Dinosaurier, nämlich dem Allosaurus, den wir hier gerade auch schon spielen. Allerdings als Baby, denn es ist auch endlich die lang erwartete oder ersehnte Wachstumsfunktion ins Spiel gekommen. Das heißt, man spawnt jetzt als kleines Baby und muss dann erst heranwachsen, um dann ein ausgewachsener, gefährlicher Apex Predator zu werden. Oder halt Pflanzenfresser, je nachdem. Ist aber ziemlich cool, weil dadurch wird das Spiel erst richtig spannend und auch interessant zum Spielen. Also jetzt können wir ja definitiv mal wieder einen Livestream starten, um dann versuchen zu überleben. Finde ich mega, mega cool. Also man spawnt hier in so einer Tutorial Cave, heißt die. Auch mit anderen kleinen Babys, wie ihr sehen könnt. Und dann kann man auch schon Gruppen finden. Also ich könnte jetzt zum Beispiel die hier zu einer Gruppe hinzufügen. Und dann würde ich, wenn ich diese Tutorial Cave geschafft habe, in der Welt mit denen zusammen auch direkt spawnen und könnte dann direkt mit denen gemeinsam versuchen zu überleben mit den Dinos. Aber wir müssen erstmal in dieser Cave, glaube ich, Quests erledigen. Ich habe gerade auch schon ein paar gemacht. Machen wir mal die nächste. Wir sollen jetzt etwas Fressen essen. Machen wir mal hier vorne. Ich weiß gar nicht, wie viele Quests man hier machen muss, aber irgendwann kommt man dann hier raus und spawnt dann in der richtigen Welt. Als Baby hat man übrigens einen einzigartigen Babyskin, aus dem man dann nach und nach herauswächst. Das soll auch alles nahtlos sein, also man soll den Wachstumsvorgang so nicht mitbekommen, dass alles nach und nach passiert, das automatisch. So, jetzt sollen wir was trinken. Machen wir das mal schnell. Oh, man kriegt sogar schon diese Münzen, das heißt, wenn man dann herangewachsen ist, kann man sich sogar vielleicht schon einen Skin direkt aussuchen. Da vorne ist Trinken, ist auch markiert sogar alles. Oh, hier haben wir sogar einen Spino. Mit dem könnten wir sogar auch, glaube ich, groupen. Weil es ist auch so, als Baby hat man hat ja diese Gruppenslots. Ich weiß gar nicht, wo man das sieht. Das hier? Nee. Schon lange her, dass ich das Spiel gespielt habe. Also ich bin auch ein bisschen überfordert. Hier sind diese Gruppen, ne? Also das können wir jetzt gar nicht sehen. Aber man hat ja solche Slots. Hier sieht man das auch, 0 von 10. Und dann kann man ja bestimmte Gruppengrößen machen. Aber als Baby sind diese Slot-Anzahlen geringer. Das heißt, man kann dann auch, wenn man zum Beispiel mit ausgewachsenen Spinos nur zu zweit in der Gruppe sein könnte, könnte man als Baby zum Beispiel mit 5 Spinos in einer Gruppe sein. Also ich denke mal, das kann man relativ gut verstehen, ne? Also ein Baby nimmt halt weniger Slots ein in dieser Gruppe als ein ausgewachsener Dino. Okay, jetzt sollen wir ein bisschen kommunizieren. Das kriegen wir auch hin. So, jetzt sollen wir irgendwelche Sachen umherbringen. Solche Pilze. Also man hat hier schon ordentlich was zu tun. Finde ich eigentlich ganz cool, die Idee. Wird dann hoffentlich aber nicht immer so sein, weil wenn dann irgendwann Nesting kommt, also dass man ausgebrütet werden kann, dann wird man wahrscheinlich direkt dann in der richtigen Welt spawnen, gehe ich von aus. Und jetzt? Wie gebe ich das denn ab? Achso. Okay. Die Quests sind relativ simpel. Bin gleich mal gespannt, wie lange das dauert, bis ich hier in der richtigen Welt spawnen kann. Ich hoffe nicht allzu lange. Weil wenn man jedes Mal dann so ewig in dieser Tutorial Cave rumhängen muss, wäre nicht so cool. Aber bis jetzt ist es echt nicht so viel an Quests. Bevor ich das Video angefangen habe, habe ich vielleicht 2, 3 Quests gemacht, die mega schnell gingen. Ein paar Sekunden gedauert. Und jetzt können wir schon Skills unlocken. Das ist ja cool. Dann gehen wir mal kurz hier raus und dann schauen wir da auch mal rein. So, Character war das, ne? Abilities. Bestätigen. Habe ich das jetzt gelernt? Oder kann ich das... Ach, hier sehen wir sogar den Wachstumsgrad. Hatchling, dann sind wir hier Jugendlicher. Und dann geht es hier mal weiter. Ah, man muss hier auf die Slots klicken, logischerweise. Ich bin doof. Jetzt habe ich das erst gelernt. Okay. Und jetzt muss ich einer Gruppe beitreten anscheinend. Gucken, ob wir das hinbekommen. Ah, okay, jetzt habe ich es geschafft. Also ich muss jetzt nicht unbedingt wen hinzufügen. Und jetzt müssen wir durch den markierten Tunnel laufen und dann sind wir frei. Das ging jetzt relativ fix. Wo ist denn der Tunnel? Da.
Jetzt geht's zum ersten Mal in die richtige Welt als Allosaurus. Yay. Aber wir könnten sogar hier bleiben, um noch eine Gruppe zu finden. Aber wir schaffen das auch alleine, denke ich. Und jetzt sind wir hier in der richtigen Welt mit dem neuen Allosaurus. Als kleines Baby. Beziehungsweise als Jugendlicher. Baby sind wir ja nicht mehr. Na, der Allo sieht auf jeden Fall schon mal interessant aus. Also in groß werde ich den wahrscheinlich heute in dem Video nicht mehr erleben. Aber schon ziemlich spannend. Weil jetzt muss man natürlich richtig aufpassen, dass man nicht auf andere größere Fleischfresser trifft. Vielleicht kann man sich dann auch verstecken, weil man noch so klein ist. Und sich so ins hohe Gras legt oder so. Und vielleicht einen besseren Skin hätte. Weil jetzt bin ich halt mega auffällig. Man kann jetzt übrigens auch solche Quests abschließen. Ich habe jetzt ja hier auch zum Beispiel rechts eine Quest. Nämlich muss ich zu diesem Wegpunkt. Und wenn man diese Quest dann abschließt, bekommt man auch so einen Wachstumsbuff. Und ja, dann wächst man halt eine bestimmte Zeit etwas schneller. Das ist ziemlich praktisch, weil dann kann man in dieser Wachstumsphase, die ja manchmal echt ein bisschen langweilig war bei The Isle zum Beispiel, kann man wenigstens dann diese Quests erledigen, um dann das Ganze ein bisschen zu beschleunigen. Was beim Wachsen noch besser hilft, sind Gruppenquests. Das heißt, wenn man gemeinsam eine Quest erledigt, bringt das sogar noch bessere Buffs, also dass man noch schneller wächst. Und es gibt mittlerweile auch einen Gruppenführer-Buff. Das heißt, wenn man in einer Gruppe unterwegs ist und dann seinem Gruppenführer hinterherläuft, bekommt man einen Movement-Speed-Buff und einen Stamina-Regeneration-Buff. Das heißt, diese Ausdauer, die jetzt gerade unten links schon ordentlich weggeht, die wird dann auch wieder schneller regeneriert. Ich muss wirklich sagen, dass ich das jetzt erstmal richtig spannend finde, werde jetzt allerdings nicht hier groß heranwachsen und das Ganze weiter ausprobieren. Das machen wir dann irgendwann gemeinsam in einem Livestream, weil dann können wir auch eine schöne Gruppe bilden. Da freue ich mich schon drauf. So eine schöne Allosaurus-Gruppe, das ist schon ziemlich nice. Ich gehe jetzt nochmal mit euch gemeinsam ins Hauptmenü. Denn dort gibt es auch noch was Neues. Auslogin. Man kann nämlich jetzt das Spiel seinen Freunden empfehlen mit so einem Freundescode. Und dann kann man Skins freischalten. Diesen Freundescode oder den Link dazu findet ihr auch unten in der Videobeschreibung. Also falls ihr mir Skins freischalten wollt, würde ich mich sehr darüber freuen. Dann dürft ihr da gerne draufklicken. Hey, schrei hier mal nicht so rein. Ich hoffe, dieses Video hat euch gut informiert. Falls ja, lasst ein Like da. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.